Dies ist die 3D-Viewmaster-Geschichte Goldorak. Die Raumsonde Goldorak schützt die Erde vor möglichen Eindringlingen von anderen Planeten. Pilot Actarus ist ein Weltraumprinz, der von Hydargos, dem Meister vom bösen Planeten Vega, verdrängt wird. Hydargos will die Erde angreifen, um Grandiza und Actarus aus ihrem Versteck zu locken. Denn Credenza ist unbesiegbar und stellt eine echte Gefahr für den Planeten Vega dar. Credenza besteht aus zwei Elementen, einem Element Flugräder und einem Wurzelelement, ist unabhängig, läuft, kämpft und benutzt verschiedene Waffen. Hydargos greift an und Credenza verlässt sein Versteck. Mit Hilfe von Alcor, einem Kriegspiloten, von Actarus Freund Grandiza, stürmt er gegen fliegende Untertassen und Drachen von Hydargos. Aber ist Grandiza wirklich unbesiegbar? Viewmaster Bildscheibe 1. Bild 1. Das feindliche Raumschiff steuert auf die Erde zu. Bild 2. Hydargos bespricht seine grausamen Pläne. Bild 3. Planet Vega ist bereit, die Erde zu erstürmen. Bild 4. Kampfflugzeuge zerstören ganze Städte. Bild 5. Um sie herum brennen feuerspeiende Stahlmonster. Bild 6. Wir müssen etwas tun, sagt Alcor zu Actarus und dem Lehrer. Bild 7. Alcor greift mit seinem Kampfapparat an. Viewmaster Bildscheibe 2, Bild 8. Ein rotierendes Weltraummonster löscht den Rest der Städte aus. Bild 9. Alcor folgen Hydargos und seine Raumschiffe. Bild 10. Alcor wird getroffen und fällt von seinem Gerät. Bild 11. Actarus, du bist dran, sagte der Lehrer. Bild 12. Actarus und Grandiza ziehen gemeinsam in die Schlacht. Bild 13. Alcor wird zuerst von Actarus geholfen. Bild 14. Es war eine Falle. Hydargos Männer sind überall. Viewmaster Bildscheibe 3. Bild 15. Grandiza und Actarus entkommen dem rollenden Monster. Bild 16. Gerade noch rechtzeitig. Grandiza wird aus seiner Kapsel geworfen. Bild 17. Die rollende Masse versucht, Goldokar zu zerquetschen. Bild 18. Aber er entkommt und stürzt sich auf den Feind. Bild 19. Tödliche Strahlen kommen aus Grandizas Kopf. Bild 20. Hydargos Raumschiff wird getroffen und explodiert.
Bild 21. Arctarus und Alcor fliegen gemeinsam nach unten. Wir wollen täglich neue Videos einstellen und wenn ihr keines davon mehr verpassen wollt, abonniert kostenlos unseren Kanal. Und drückt die kleine Glocke. Außerdem freuen wir uns über einen Daumen nach oben.